Der 15-jährige Patrick ist Schüler des Piaristengymnasium Krems und zugleich Student. Für gute Noten musste er sich bisher nie sonderlich anstrengen. In Latein werden er und sein Freund Valentin durch parallele Zusatzarbeiten gefördert. Zu Diskussionen werden sie in den Unterricht integriert. Eingenommen, besetzt worden ist. Ja. Patrick, Valentin, darf ich euch kurz rausreißen aus eurem Stück? Ja, selbstverständlich. Und könnt ihr bei den Fragen mitmachen vielleicht? Selbstverständlich. Weil die stelle ich extra ein bisschen schwieriger. Ja. Seite 90. Wo ist er denn? Wo steht hier ein Dativus Possessoris? Patrick? Fünfter Satz. Jawohl, lies ihn vor. Fünfter Satz stimmt nicht, aber fünfte Zeile, Zeile, ja. Da bist du auch, ja, bitte. In dem Hoc malum pulcherrime. Für außergewöhnliche Schüler ist das Überspringen einer Klasse eine Möglichkeit der Begabtenförderung. Für den Einserschüler wäre dieser Weg jedoch nicht vorstellbar. Ich habe eigentlich nie überlegt, an eine Klasse zu überspringen, weil mir eben der Klassenverband sehr, sehr wichtig ist. Und mir ist es halt auch wichtig, mit meinen Freunden Zeit zu verbringen. Und deswegen wollte ich das nie machen. Patricks Spezialinteresse sind die Naturwissenschaften. Daher entschied er sich für ein Studium der molekularen Biotechnologie. Von schulischen Aufgaben und Klausuren ist er aber nicht befreit. Auch nicht in seinem Lieblingsfach. Wann habt ihr das gemacht? Ich war da gar nicht dabei. Ich war die letzte Stunde auf der Uni und deswegen schreibe ich den Stoff nach. Habe ich nicht daheim gemacht. Also das ist nicht so, dass er im Unterricht sitzt und jetzt alles aufnimmt, ja, weil es ganz einfach auch interessensabhängig ist. Und ich glaube, 4 Vorlesungen macht er gerade auf der Uni und nebenbei die Schule auch. Ja. Und allein diese Tatsache ist schon ein deutlicher Hinweis dafür, er schafft das. Was passiert im Nervensystem beim Lernen? Genau, da wollte ich eh vorher was sagen, dass nicht unbedingt die Neuverletzung das ist, die das Lernverhalten ausmacht, sondern eine Veränderung in den Synapsen. Es ist Bestandteil der aktuellen Forschung, aber man weiß es noch nicht. Genau, es geht da weniger um Zellkontakte, sondern eher so um Schlüssel-Schloss-Reaktionen. Ja? Genau, eben genau. Die Rezeptor und Signal. Mir ist er manchmal ein bisschen auf die Nerven gefallen mit seiner Mitarbeit in Biologie. Aber ich habe es verstanden und ich habe ihn vielleicht auch ein bisschen beneidet darum, dass er das so gut versteht. Nicht nur für seine Mitschüler, auch für Patrick war es ein Lernvorgang, Schul- und Studentenwissen zu trennen. Also früher habe ich hin und wieder gerne erzählt, was wir in den Vorlesungen gemacht haben. Aber ich bin sehr, sehr schnell drauf gekommen, dass das eigentlich keinen interessiert, weil die wenigsten das überhaupt dann sich überhaupt die Mühe machen, das zu verstehen, weil es halt einfach sehr, sehr kompliziert ist. An der Schule gibt es weitere Hochbegabte, die wie er studieren. Trotz seines umfassenden Wissens lehnte Patrick zunächst die Förderversuche seiner Biologielehrerin ab. Als 13-Jähriger nahm er schließlich am Wahlunterricht der Maturaschüler teil. Mit 14 folgte das Studium. Ich habe mich jetzt für 4 Vorlesungen inskribiert. Okay. Also genauso viele wie letztes Semester, weil das habe ich auch ganz gut geschafft. Da habe ich jetzt 3 Prüfungen abgeschlossen und das ist halt auch dieses Mal mein Ziel, dass ich halt mehr als die Hälfte schaffe. Gut. Und du bist guter Dinge, dass du das so mit Lernen und Hausübung trotzdem in der Oberstufe weiter gut so schaffst? Man muss so zuversichtlich sein. Die größte Herausforderung ist, dass ich für die Uni und für die Schule lernen muss. Das heißt, da kommt schon sehr, sehr viel zusammen, vor allem für die FH, weil ich nicht bei allen Vorlesungen anwesend sein kann und damit sehr, sehr viel nachlernen muss und die Prüfungen auf der FH auch wesentlich komplexer gestaltet sind als auf der Schule. Welche Tage werden es denn heuer sein? Vor allem Mittwoch und Freitag, zum Beispiel diesen Freitag. Ich schaue, dass ich mir das so einteile, dass ich mehrere Vorlesungen hintereinander habe, damit ich 5 Stunden in Vorlesungen sitze und nicht nur 2 Stunden und einen ganzen Schultag entfallen lassen muss und 3 Stunden noch mit dem Zug fahre. Also ich denke mir gerade beim Patrick, dass er dadurch, dass er wirklich so selbstbestimmt das begonnen hat und auch wirklich lange Nein gesagt hat und das jetzt so bewusst macht und wenn er dann auch 7., 8. Klasse wirklich in dem Ausmaß weitermacht, wie er das jetzt gestartet hat, dann würde er das wahrscheinlich wirklich sehr, sehr schnell beenden oder vielleicht am schnellsten beenden von all unseren Schülern, die wir bis jetzt hatten. Ja.
Im niederösterreichischen Gavainstal lebt die 6-jährige Christina mit ihrer Familie. Mit 4 Jahren konnte sie bereits schreiben und lesen, aber mit ihrem endlosen Wissensdrang fordert sie auch ihre ganze Familie. Die Wolken sind rosa. Der Tiger ist gefährlich. Das Lesen habe ich mir ziemlich selbst beigebracht. Es hat bei der Christina einige Momente gegeben, wo ich mir gedacht habe, ich habe keine Ahnung, wovon sie jetzt spricht. Also sie ist zum Beispiel nach Hause gekommen und meint, ja, Mama, wir haben halt über Googleplex gelernt. Das ist anscheinend die größte Zahl, die es im Moment gibt. Das sind dann Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja, interessant. Habe ich vorher auch nicht gewusst. Mit knapp 5 Jahren verweigerte Christina plötzlich den Kindergarten. Ihre Großmutter ahnte als erste, dass es eine Hochbegabung sein könnte. Auch ihre jüngste Tochter ist überdurchschnittlich intelligent. In der Schule hörte sie plötzlich auf zu sprechen. Die hat dann einfach sich komplett zurückgezogen. Sie hat auch mit uns immer geredet. Und dann ist ihm rausgekommen, dass sie gemobbt wird. Und daraufhin haben wir gesagt, wir müssen was machen, weil sie geht uns einfach seelisch zugrunde. Und ja, daraufhin hat sie die Klasse ohne Probleme übersprungen. Durch eine Einschulung mit 5 Jahren wollte die Familie Christina vor ähnlichen negativen Erfahrungen schützen. Dominik Jeffsteller machte Kehrt und Tau meldete durch das Büro hinaus ins Freie. Es war dem Onkel anzusehen, dass er keine Wort glaubte. Aha. Onkel Wilbert holte tief Luft und marschierte los. Das Buch ist normal für 9 Jahre und noch älter. Und wie alt seid ihr beiden? Ich bin 7 und sie 6. Doch eine Einschulung oder eine tageweise Teilnahme am Schulunterricht wurde ihr verwehrt. Wir sind daran gescheitert, dass es geheißen hat, es gibt keine Versicherung, wenn die Christina in der Schule ist. Es wird zum Beispiel gehen, dass jemand permanent dabei ist und sie im Unterricht begleitet. Also allein wenn was passiert, würde die Versicherung für ein nicht schulreifes Kind nicht einspringen. Was dann natürlich auch für uns keine Möglichkeit oder keine Option mehr war, weil wirklich alle im Familienverband arbeiten gehen. Ja. Hilfe fand man für das unterforderte Kind im häuslichen Unterricht eines Montessori-Vereins. Seither blüht Christina auch beim Spielen wieder mehr auf. Da ihr für die staatliche Schulreife jedoch ein Jahr fehlt, darf sie keine Prüfungen absolvieren. Das ist für sie einfach frustrierend. Sie weiß, sie ist gleich weit wie andere Kinder, von der Leistung her, vom Rechnen, vom Schreiben und so weiter. Dann wird sie wieder ausgeschlossen. Also es passt einfach nicht zusammen. Ja. Ich finde, hochbegabte Kinder denken einfach schneller. Und es muss eigentlich extrem frustrierend zu sein, wenn man ständig auf die Umwelt Rücksicht nehmen muss. Und ich glaube, das Wichtigste, was hochbegabte Kinder lernen müssen, ist Geduld. Um Christinas Wissensdrang zu stillen, unternimmt die Familie Ausflüge. Museen stehen regelmäßig auf der Wunschliste der inzwischen 6-Jährigen und ihrer Schwester. Schau, Tina, da ist ein pinker Feuerstein. Wisst ihr, wie der heißt? Hildebrandia rivularis. Die Alge, genau, die Rotalge. Im Wasser ist sie noch braun, aber an Land bekommt sie eine lila Farbe. Sie hat halt Freude, sie lernt gern, es macht ihr Spaß und da wird mir immer so komisch an, mitleidig angeschaut, so auf die Art, wir zwingen das Kind und ja, dem ist aber nicht so. Christina eifert vor allem ihrer 16 Monate älteren Schwester nach. Auch sie hat eine schnelle Auffassungsgabe, ausgetestet wurde sie aber nicht. Sie liebt ihre jüngere Schwester, gemeinsam gehen sie auch zum Sport. Leicht ist es aber nicht immer. Das ist eine Geweihhacke, zum Beispiel so wie bei Stonehenge. Die haben den ganzen Graben rundherum mit den Geweihschaufeln gemacht. Ich finde es meistens toll, dass ich eine Schwester habe. Manchmal streite ich mich sehr mit ihr. Sie haben einen starken Konkurrenzkampf. Aber das war eigentlich schon immer so, dadurch, dass halt nur 16 Monate dazwischen sind. Und die Kleine eigentlich immer sich das ehrgeizige Ziel gesteckt hat, dass sie mit der Größeren mithalten möchte, merkt man schon, ja. Aber vom Sportlichen her hat die Alex einfach viel mehr Ehrgeiz und das ist auch ihr Gebiet. Und ich finde es gut, dass man eben die Bereiche fördert, wo sie sich nicht gegenseitig in die Quere kommen. Annie machte vor allem die Schulstruktur jahrelang zu schaffen. Sie fühlte sich häufig unterfordert. Routineaufgaben führte die Hochbegabte schließlich nicht mehr aus und wurde so in der Bewältigung ihrer Aufgaben immer schlechter. Es gibt Regeln, die halte ich für sehr sinnvoll, zum Beispiel einen Tagesablauf zu planen und sich daran zu halten.
Aber in der schulischen Struktur, zum Beispiel Hausübungen, habe ich nicht wirklich sinnvoll erachtet. Weil es einfach Stoff ist, den habe ich beim ersten Mal kapiert und dann muss ich noch 20 Übungen dazu machen, wo es immer dasselbe geht. Seitdem sich Annis psychische Erkrankung offenbarte, fällt ihr nicht nur die Akzeptanz, sondern auch die Umsetzung schwer. Ich bin so konfuse in meinem Kopf wegen der Schizophrenie. Und dann, ich brauche Stabilität. Ich brauche irgendwas, woran ich mich dann halten kann. Am Wochenende finde ich es halt schlimmer, weil da hat man natürlich dann den ganzen Tag zur Verfügung. Ja. Und ich meine, ich habe dann schon viele Pläne auch. Hochbegabte Kinder brauchen Aufgaben, die sie fordern. Anni schrieb trotz fehlender Hausübungen weiterhin gute Noten. Ein wirkliches Erfolgserlebnis blieb dabei aus. Sie suchte sich schließlich andere Grenzen. Früher habe ich mich auch selbst verletzt. Das mache ich jetzt zum Glück nicht mehr seit über einem Jahr. Aber das ist vielleicht auch eine Grenzauslotung gewesen, beziehungsweise eine Tat aus purer Verzweiflung heraus, dass man nirgendwo Anschluss hat. Und mit 15, 16, 17 bin ich dann in die Essstörung hineingerutscht. Was halt auch irgendwie so ein Hilfeschrei ist teilweise und auch ein Grenzen ausloten, wie viel kann ich, wie wenig schaffe ich wirklich essen und so. Durch verschiedene Therapien lernt Anni nach und nach, sich selbst zu akzeptieren. Und sie sucht sich neue Aufgaben. Während ihr beim Lernen häufig die Motivation fehlte, kommt sie beim Boxen an ihr Limit. Hallo Anni. Hallo. Hallo. Kannst dich da gleich umziehen? Ja. Ich bin gleich bei dir. Okay. Ich bin jetzt inzwischen schon von dem Gedanken weggekommen, dass ich irgendwas leisten muss. Ich mache es eigentlich nur mehr für mich. Also ich habe mir den Druck rausgenommen. Ich weiß, hier werde ich nie die Beste sein, deswegen mache ich es einfach aus Spaß. Dann starten wir. Ich baue jetzt 4 Übungen auf, die machen wir zum Aufwärmen. Seit knapp 3 Monaten kommt Anni 2-mal pro Woche zum Boxen. Neben körperlicher Fitness steht dabei auch die Stärkung von Annis Selbstvertrauen im Mittelpunkt. Beide Hände schützen das Kinn. Wir fangen mit dem Jab an, mit der rechten Geraden quasi, okay? Ja. Du schlägst dann da rein, genau, genau, sehr gut. Genau. Beim Schlag selbst dreh den Oberkörper ein bisschen mehr und schlag komplett durch, dass du die maximale Reichweite ausnutzt. Ja? Ja? Schön. Ich habe das Gefühl, dass es ihr wirklich Spaß macht, das Boxen, und dass er sich dabei auch wirklich ausbauen kann. Und da kann man auch Druck ablassen, Stress abbauen. Und man lernt so viel beim Boxen. Es hat sehr viele Parallelen auch zum Leben. Durchhaltevermögen, Standhaftigkeit. Man muss permanent auf den Gegner, also auf den Partner quasi eingehen können. Und ich finde, das sind sehr, sehr wichtige Dinge, die man auch fürs Leben mitnehmen kann. Das Leben der 21-jährigen Anni ist durch verschiedenste Extreme geprägt. Ihre psychische Zerrissenheit und ihre Liebe zur Mathematik hat sie für sich verewigt. Ja, da steht eben Love Yourself, stellt quasi eine Erinnerung dar, dass man sich selber lieb haben soll, dass man sich selber akzeptieren soll und alles. Was ja nicht unbedingt leicht ist, wenn man psychische Krankheiten hat. Das ist die Fibonacci-Spirale. Die Fibonacci-Folge ergibt sich daraus, dass man quasi immer die 2 vorliegenden Teile der Folge addiert zur nächsten Zahl. Also quasi 1 plus 1 ist 2. 1 plus 2 ist 3. 3 plus 2 ist 5 und so weiter. Ich bin teilweise da gesessen und habe bis zu 6-, 7-, 8-stellige Zahlen von der Fibonacci-Folge gebildet. Das habe ich in meinem Matheunterricht gemacht, während die anderen aufgepasst haben. Und ich habe schon gewusst, dann habe ich Fibonacci-Spirale gemalt. Ich mache ja eh Mathematik. Schüler und Student Patrick aus Krems möchte seinen IQ nicht testen lassen. Sein Interesse für komplexe Fragestellungen, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, fasziniert auch seine Mutter. Am Freitag habe ich erfahren, macht die spanische Professorin mit uns einen Fairtrade-Tag. Ja, aber da bin ich halt leider nicht da. Ich habe meine allgemeine Chemievorlesung und dann noch allgemeine Biologie vorkommen. Aber in die Schule gehst du eh noch. Na sicher. Dankeschön. Das Interesse ist ja eigentlich toll, ne? Außergewöhnlich. Ne? Weil die meisten spielen in dem Alter halt Fußball oder Handball oder irgendwas. Ne? Und das macht er halt gar nicht zum Beispiel. Ne? Für Sport interessiert er sich halt nicht. Für jeden Hochschulbesuch ist Patrick mehr als 3 Stunden mit dem Zug unterwegs. Die Entscheidung kam von ihm allein. Seine Mutter hatte ihre Zweifel. Ja, eigentlich wäre es mir ja lieber, wenn er zuerst die Schule fertig machen würde, dass er halt so ordentlich weitermacht, wie er das bis jetzt macht und nachher erst das macht. Aber natürlich ist die Chance jetzt riesig, das jetzt schon nebenbei zu machen und ja, er hat ja auch Erfolg damit. Patrick wird von seinen Mitschülern und Studenten akzeptiert. Doch das Gefühl war nicht immer so.
In meiner alten Schule, ja, da habe ich mich dann auch nicht so getraut, ihn wirklich mitzuarbeiten, weil dann stehe ich vielleicht anders da als die anderen und würde dann als Streber dastehen und da habe ich mich dann halt nicht getraut. Aber in meiner jetzigen Schule ist das überhaupt kein Thema. Der Wechsel zwischen Schule und Studium gelingt Patrick spielend. Seine Noten sind weiterhin gut. Die Hochschulprüfungen hat er bisher ebenfalls erfolgreich bestanden. Unterschiede zu anderen Studenten gibt es dennoch. Die Zuckerstruktur sehen Sie hier in Gelb dargestellt. Es ist kein normale Glucose, sondern es ist anstatt der OH-Gruppe sehen Sie hier eine N-Acetylgruppe in rosarot dargestellt. An sich habe ich kein anderes Studentenleben in der Universität, aber natürlich in der Freizeit treffen sich die anderen Studenten, um ins Kino zu gehen oder um zu lernen. Und da kann ich natürlich dann nicht mitmachen, weil ich ja immer 3 Stunden Fahrzeit einplanen muss. Und von dem her ist so das Studentenleben außerhalb der Uni bei mir nicht wirklich ausgeprägt. Ein Einzelgänger ist Patrick unter den Studierenden trotzdem nicht. Für Verwunderung sorgt er aber. Und welche Kurse machst du jetzt? Ich mache jetzt allgemeine Biologie, die Chemiekurse. Also allgemeine hattest du da? Nein, da war dann eine Schularbeit und ich bin ja später eingestiegen. Das ist sich nicht mehr ausgegangen. Aber ist recht schwer, oder? Allgemein? Ja. Also bei dem, was du jetzt schon gemacht hast im zweiten Semester? Nein, nicht? Gar nicht. Also du machst jetzt dann dieses Jahr die Matura? Ja, okay, nein. Nein. In 3 Jahren. In 3 Jahren? Ja. Ja. Was? Wie alt bist du, Patrick? Ich bin 15. Wow. Okay. Oh mein Gott, ich fühle mich jetzt alt. Ist das was Neues? Ich bin älter als du. Wie gehen eigentlich deine Klassenkameraden damit um? Die finden das super. Ja. Mein Ziel wäre es, in meiner Schulzeit, also in meinen 3 Jahren, die ich noch habe, alle Prüfungen und alle Lehrveranstaltungen der ersten 2 Semester des Studiums erfolgreich abzuschließen. Und damit kann ich dann mit 20 fertig sein mit dem Studium. Wobei, das könnte sich auch nicht ganz ausgehen, weil ich ja noch zum Zivildienst gehen muss, also wahrscheinlich 21. Aber trotzdem ist das ja noch sehr, sehr früh und dadurch kann ich dann sehr, sehr bald in der Forschung durchstarten. Allegra ist mit ihrer Familie nach Bayern gereist. Heute Abend spielt die Ausnahmeviolinistin ihr bisher größtes Konzert. Wie spät ist es? Ich muss noch zur Probe. Ja, noch ein paar Minuten Zeit. Der Papa ist der Musiker und ich bin die Mama. Und ich achte darauf, dass sie wirklich zur Ruhe kommt, dass sie entspannen kann, dass sie ihre Kinderphase hat, ja, und dass wir einfach Eis essen, spazieren gehen, ein bisschen shoppen gehen. Und alles klar? Jetzt, wenn ich noch ein paar Stunden Zeit habe, bin ich überhaupt nicht nervös. Allegra gibt seit 5 Jahren bereits Konzerte. Die heutige Bühne flößt ihr aber dann schon Respekt ein. Oh mein Gott, wie viele Sitze sind das bitte? Wow. Also ich weiß, dass auf jeden Fall über 1000 sind. 1000, was? 1500, ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Über 1000? Ja. Ich habe noch nie vor so vielen Leuten gespielt. Und vor allem auch mit Orchester. Und da war ich dann sofort ganz nervös. Und ja, ich schau mal, wie es heute Abend wird. Das Ausnahmetalent spielt gemeinsam mit dem Ambassade Orchester Wien, einem Ensemble der Wiener Symphoniker. Die anderen Musiker sind alle mindestens 3-mal so alt wie sie. Der Papa von der Allegra hat mir mal vor Jahren Videos gezeigt, wie sie spielt. Ich glaube vor 2,5 Jahren und dann haben wir sie quasi entdeckt für uns und haben sie mal mitgenommen in Burgenland für ein Neujahrskonzert und das ist sensationell angekommen. Und man sieht ja, es ist Wahnsinn, also wie sie spielt, sie wird eine von den ganz Großen werden. Außer es wird in der Pubertät irgendwas passieren dann, aber das hoffen wir alle nicht. Ich glaube, es gab manche Stellen, wo wir nicht richtig zusammen waren, aber das werden wir schon schaffen. Falls wir wirklich zu schnell sind, ja, dann spiel dein Tempo und okay. Schau dann schon, dass wir zusammen sind. Ja? Gut. Das neue Schuljahr hat begonnen und für Christina ein neuer Lebensabschnitt. Nachdem sie im Mai ihren 6. Geburtstag hatte, kann sie endlich die öffentliche Schule besuchen. Ich habe Lesen, Schreiben, Rechnen. Naja, dafür habe ich ziemlich viel
Rechnen auf. Ich habe ja aber auch viel Rechnen auf. Beim Aufnahmegespräch merkte man schnell, dass das Mädchen ihrem Alter weit voraus ist. Ich habe noch einen kleinen Test machen müssen, dass ich in die zweite komme, sonst wäre ich noch mal in die erste gekommen. Christina ist damit mit jenen Kindern in einer Klasse, mit denen sie wegen ihres Alters vor einem Jahr noch nicht eingeschult werden konnte. Hallo, hallo. Euch. Hallo. Seid schon da? Kommt rein. Wie geht's euch? Gut. Obwohl Christina erst jetzt in die Klassengemeinschaft kam, hat sie sich bereits gut eingefunden. Ich habe schon viele Freunde. Noch nicht die Jungs. Schon Mädchen, aber noch keine Jungs. Christina hat sich bisher vieles selbst beigebracht und nach eigenem Interesse bearbeitet. Bei den Hausaufgaben fiel sie dadurch schnell auf. Die ersten paar Tage hatten wir Probleme, weil da haben wir ein ganzes Buch ausgelesen, weil du glaubt hast, das musst alles an einem Tag lesen, oder? Und dafür haben wir dann aber ein paar Tage nicht mehr lesen müssen, gell? Alles war erledigt. Hallo Mama. Na, wie war es in der Schule heute? Gut, wir haben etwas gezeichnet. Wir haben so mit dem Bleistift so einen Baumstamm und dann haben wir in der Krone so herum. War schön. Ich habe schon so einen Hunger gemacht. Ich hoffe, dass ich nicht so viele Fehler drin habe. Ja. Ich habe von der Christina den Eindruck, dass sie sich im Moment sehr wohl fühlt in der Klasse. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie komplett unterfordert wäre oder dass sie Schwierigkeiten hat, dass sie mitkommt. Jetzt hoffe ich einfach, dass einmal so bleibt, wie sie im Moment ist, dass sie sich wohlfühlt und dass sie einfach glücklich ist und dieses Kindsein sozusagen genießen kann, aber trotzdem genug Förderung kriegt, dass sie nicht langweilig ist. Annie dachte bereits in ihrer Kindheit anders als Gleichaltrige. Doch erst vor 2 Jahren machte sie einen Intelligenztest. Ziemlich parallel erkrankte sie an Schizophrenie. Angstzustände lähmten die Jugendliche. Mir geht's ziemlich gut in letzter Zeit. Also ich bin ziemlich symptomfrei. Ich nehme Medikamente natürlich, die helfen viel. Psychotherapie hilft auch viel. Das Tageszentrum hilft enorm viel. Also was ich da an Entwicklungen durchgemacht habe, ist sehr beachtlich, finde ich. Ja, ich habe Freunde, ich habe Familie. Also es läuft eigentlich alles aufs Gute hinaus im Moment. Annie war durch ihre Begabung schon immer anders. Ihr IQ von 145 verwunderte daher niemanden. Die psychische Erkrankung traf die Familie jedoch überraschend. Also wir haben es nicht, also ich zumindest habe es nicht wirklich kommen sehen. Das tut natürlich weh. Also als Eltern tut es natürlich auch weh im Prinzip. Man fragt sich dann natürlich, ob man was falsch gemacht hat oder ob man es hätte ändern können. Ich glaube letztendlich mittlerweile, dass es nicht änderbar war. Und so wie es jetzt läuft, läuft es eigentlich eh ganz gut. Wir sind halt ein paar Jahre jetzt durch. Ja, aber mein Gott, wichtig ist, dass es gut geht und dass es einen Weg halt macht. Entgegen zahlreicher Vorurteile, dass Hochbegabte Spitzenleistungen in der Schule bringen, konnte Annie sich nicht im System zurechtfinden. Nach 4 Schulabbrüchen will sie nun ihre Matura per Fernschule machen. Und jetzt haben wir für die Zahl 13 binär aufgeschrieben 1101. Ja. Als ich das Fernstudium mache, merke ich, was ich für ein Potenzial eigentlich habe, wenn ich nicht irgendwie ängstlich bin, sondern einfach mich konzentrieren kann auf eine Sache zu Hause oder jetzt hier. Und ich möchte schauen, dass ich die ersten Prüfungen im Frühling mache. Und die Matura mache ich spätestens im Herbst 2018. Am Abend im bayerischen Straubing erwarten 1500 Gäste einen besonderen Höhepunkt. Allegra Tinnefeld, 10 Jahre und Ausnahmemusikerin, tritt als Solistin auf. Zufrieden mit dem vorne? Ja. Und oben? Okay, und jetzt machen wir den Rest in Locken. Okay? Jetzt fängt es langsam an, da fängt man langsam ein bisschen nervös zu werden und nicht mehr richtig zuzuhören, was einem die Leute sagen. Geht's? Mit der Temperatur? Gut. Begleitet wird das junge Musikwunderkind vom Wiener Ambassadorchester. Dirigent Christian Schulz leitet den Auftritt. Rein fachlich jetzt ist kein Unterschied, weil man es als Dirigent, wenn man einen Solisten oder einen Sänger begleitet, immer dieses Gefühl hat, wie wenn man der Papa ist oder die Mama. Man schaut, dass alles funktioniert, dass alles rundherum passt, weil der Solist in einer Extremsituation ist. Der Saal ist ausverkauft. Für Allegra ist es das 2. Konzert mit Orchester. Dann darf ich jetzt begrüßen die Allegra Tinnefeld als unsere Solistin für den Berio. Ich sehe Sie schon.
Allegras Können ist eine Kombination aus Talent und Förderung. Ich war schon nervös, als ich auf die Bühne gekommen bin. Aber als ich dann angefangen zu spielen habe, dann bin ich immer entspannter geworden, als ich gesehen habe, okay, es klappt alles. Die wollten zwischen einem Teil schon applaudieren und so, und da war ich total entspannt. Ne? Das gesamte Konzert spielt sie ohne Noten. Das Publikum ist begeistert. Also es hat mich total verzaubert. Es war wunderbar zum Ansehen. Ich bin deswegen auch aufgestanden, weil es mir so besonders gut gefallen hat. Das ist auch rübergekommen mit einer Leichtigkeit. Also wir waren tief beeindruckt. Ich spiele zwar auch ein Instrument, aber wenn man das dann sieht, wie die da das spielt und Wahnsinn, ja. Allegra gibt noch zwei Zugaben. Auf der Bühne fühlt sie sich mit ihren 10 Jahren bereits pudelwohl. Bei ihren Zukunftswünschen ist sie aber noch ganz ein Kind. Ich weiß nicht überhaupt nicht, was ich mal werden möchte. Ich weiß nicht, weil ich würde liebend gerne auch was mit Tieren machen, ja. Aber auf jeden Fall auch irgendetwas Musikalisches. Und dann muss ich noch schauen, ob ich Solistin, Konzertmeister, normale Geige oder so. Ich weiß es noch überhaupt nicht. Auch wenn die jungen Genies in ihren Spezialinteressen sehr gut gebildet sind, in ihren Herzen sind es doch alles Kinder. Wohin ihr Weg führt, liegt vor allem an der Förderung und Akzeptanz in der Gesellschaft.